Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Internetunterhaltung. Ihr seid wieder bei Dominikus Rosenacker, euer Domi. Und wir spielen heute weiter Feuer und Mitternacht. Im letzten Part haben wir eine Stadt gefunden und Monster getötet und waren auf einem Friedhof. Und ich habe euch über The World Gone All hinaus erzählt und meiner Suche nach dem fünften Manga-Band. Und das war's eigentlich, also nichts Besonderes. Ihr habt es das ist ein alter Sack. Eine zweite alte Sackstimme. Ihr habt es tatsächlich geschafft, diese Vögel aus unserem Dorf zu vertreiben. Wie kann ich euch nur danken? Wie wäre es mit einem angemessenen Lohn? Ja, natürlich. Wir sind hier zwar nicht besonders reich, wir haben wenig zu bieten, aber ich kann den Inhaber in unseren Laden bitten, ihre Preise um die Hälfte zu reduzieren und ihr könnt euch gerne mein Haus übernachten. Ihr könnt auch gern. Das ist nicht nötig, aber wenn ihr schon so darum bittet, gerne. Ja, natürlich. Macht es euch hier nur bequem. Und morgen werden wir euch aufessen. Ja, hab ich das gerade auch gesagt. Sagt euren guter Mann, ist es möglich, auch die Bibliothek zu besichtigen? Ich habe gehört, dass ihr sehr wertvolle Reliquien besitzt. Ihr könnt gern zu dem Buchtempel. Buchtempel, geiler Name. Ich mir das richtig episch vor, wie du so in der Mall stehst oder so. Und du läufst so auf einen Laden zu und der heißt Buchtempel. Da hätte ich bestimmte Work on Only Knows Manga 5 viel einfacher gefunden. Egal, ich sollte euch davon nicht zulabern. Ja, ihr könnt gerne den Buchtempel betreten. Aber nur unter eigener Gefahr. Auf eigene Gefahr, mein Lieber. Auf eigene Gefahr. Warum rede ich das auch bei dieser Stimme? Egal. Seit einiger Zeit soll es darin nämlich spuken. Ja. Entschuldigt mich nun, ich habe noch ein paar wichtige Geschäfte zu erledigen. Bye. Was willst du denn in der alten Bibliothek, wenn ich fragen darf? Es gibt nur ein altes Buch, das sich Chronik fremder Reiche nennt. Ich suche es schon sehr, sehr lange und hoffe, es hier endlich zu finden. Du hast gerade gesagt, es gibt's dort. Das ist eine hundertprozentige Aussage. Das ist ein Fakt dementsprechend und keine Vermutung. Wenn du so klug bist, wie du uns die ganze Zeit glauben lässt, hättest du gleich denken können, dass du nur hier fündig werden kannst. Du hast ihn bezweifle ich, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Noch niemand hat es je zu Gesicht bekommen. Ein Zyniker. Nun, ich will dir sagen, dass ich sehr wohl in meiner Jugend Gandhi öfters besucht und die Regale nach dem Buch durchstöbert habe. Natürlich fand ich einige Schriften mit Hinweisen, denen ich ergebnislos nachging. Aber dein Tempelbuch, das ich schließlich fand, schrieb ein Priester um eine wichtige Entdeckung. Er glaubte, alte Baupläne in dieser Bibliothek gefunden zu haben, die einen geheimen Weg ins untere Gewölbe zeigten. Er hat ihn sein ganzes Leben gesucht, aber nie gefunden. Aber ich bin mir sicher, dass es hier zu finden ist. Und das werde bestimmt ich schaffen, weil ich bin ja noch nicht so alt und habe noch mein ganzes Leben vor mir. Und warum habe ich dieses Gefühl, dass es dieser Brunnen ist, weil da eine Kette runterreicht? Ach, egal. Gut, dann lass uns doch nachsehen. Vielleicht hat dieser Mann nur einen wichtigen Hinweis übersehen. Das Buch des geheimnisvollen Wanderers? Ob er das meint? Was brabelst du da vor dich hin? Lass es lieber gehen, oder willst du mit mir wieder über etwas Bestimmtes Oder möchtest du... Lass uns lieber gehen, oder willst du mit mir wieder über etwas Bestimmten wieder debattieren? Dieser Satz ist Bullshit. Nur so angemerkt. Wieso müssen Blondinen immer so nerven? Lass uns einfach gehen. Na, ich bin brünett. Nein, du bist blond. Nee, ich bin brünett. Nee, du bist blond. Ich bin brünett. Nee, du bist blond. Ich bin brünett. Gott, gehen die mir auf den Sack. Was heißt, ich gehe mir die Characters hier alle so ein bisschen auf den Sack, weil ich ganz ehrlich bin. Ist verschlossen. Ja, das ist mal sinnvoll, ausnahmsweise. Wer die Bürgermeister sucht, er befindet sich in diesem großen Haus da oben. Oben. Ja, das ist Norden, aber oben ist im Sinne einer Welt eigentlich in einem Berg auf einem Berg oben gelegen. Nicht im Sinne von Norden. Das war ein bisschen eigenartig, mein Lieb. Oh, er läuft automatisch entlang. Sehr schön. Das heißt, man kann nicht auf der Leiste einfach umdrehen. So wie zum Beispiel in der Mine. Da steht, bitte sparsam mit dem Wasser umgehen. Fick dich, ich pinkel da rein. So ein bisschen. Los, pinkel wieder rein. Okay, jetzt passt alles. Warum habe ich hier eigentlich jedes Dorf Wasserprobleme? Ganz besonders das in der Wüste, das einen eigenen fucking See hat.
Na ja, warum hat jedes Dorf Wasserprobleme? Ist wohl gerade jemand da? Hier ist Johnny! Oder da, Mike, Potrot, alle sind hier. Tja, das ist ne ganz schön dämlich. Hier steht R-I-A. Den Rest kann ich nicht lesen. Tja, ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Okay, ein Laden. Yay. Was ist das? Okay, was ist das? Wir haben hier randommäßig einen schwarzen Fleck eingebaut. Wie ein toter Pixel. Es muss hier doch irgendwas über Schlafmangel geben. Furchtbar, seit man nicht mehr in die Bibliothek kann, finde ich nicht mehr die richtigen Bücher zum Einschlafen. Ach, schrecklich, diese Unordnung ist ja schlimmer wie bei meinen Nachbarinnen. Ja, ich hasse Unordnung auch, meine Liebe. Ist kein Problem mit mir. Boah, ich hasse das wirklich mit Unordnung. Oh, stell dich an den Tresen, ich komme gleich. Ist das hier etwa der Buchtempel? Und welcher Tresen? Wo ist denn nur dieses Buch hin? Ach hier, nein, das ist es auch nicht. Ich brauche ja Kapitel 11. Wo ist das nur? Ein Kapitel ist innerhalb eines Buches. Was du meinst, ist Band. Oder Ausgabe. Kriegt man ja nicht auch mal etwas zu kaufen, oder ist das ein Selbstbedienungsladen? Ja, immer Ruhe mit den alten Knochen. Ach ja, oder ging der Spruch anders? Ah. Hey! Ja, vielleicht alte Züge, aber die gibt's bei euch noch nicht. Schon gut, ich komme ja schon. Ihr müsst uns auch tapferen Helden sein, die uns gerettet haben. Der Bürgermeister hat mir schon Bescheid gesagt. Ja. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Dieser scharfe Ton kommt mir sehr bekannt vor. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe nur grüne Annika. Hä? Ah! Natürlich. Ich habe mich schon vorhin gewundert, wo er gesagt hat, ihr bekommt die Sachen zum halben Preis, weil ein Item hat einen festgelegten Preis und er hat einfach die Items zweimal angelegt. Ich zeig's euch kurz. Gehen wir mal kurz auf Verkaufen, weil jetzt haben wir grüne Annika. 40. Und die könnten wir für 12 Gold verkaufen. Und jetzt müssen wir hier irgendwo noch eine grüne Annika haben. Da ist nämlich die andere grüne Annika, die wir für 5 verkaufen. Er hat also zwei Items, also Mystery Lady, der Entwickler, hat also zwei Items mit denselben Namen, aber unterschiedlichen Preisen. Was bedeutet, man kann doppelt so viele grüne Annikas mit sich rumtragen. Grundsätzlich ist das schön, aber irgendwie so unnötig, wisst ihr, weil mir fällt da gerade was ein. Damit kann ich voll viel Gewinn machen eigentlich, weil grüne Annika verkaufe ich für 12. Naja, in Anführungszeichen gewinnen. Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel alle grüne Annikas, die ich habe, verkaufe die 40, 480 und kaufe einfach mal 40 von denen hier und gebe nur 400 aus. Das ist eigentlich voll praktisch, wenn ich gerade drüber nachdenke. Okay, kaufen wir einfach mal ein. Wie viele blaue habe ich denn? Ach, ich habe rote, 200. Aha, weiße Kastanien, okay. Mist, ja. Kastanien habe ich 52. Kann ich die hier auch kaufen? Kastanien, ja. Hilft gegen Ohnmacht. Okay, weil es so schön billig ist, kaufe ich mir mal 20. Und Kastanien kaufe ich mir mal hier von... Ach komm, Kastanien braucht man immer massig. Kauft man einfach mal alles. Serum, Holunder, aha, Tollwut, Erstarrung, Migräne. Ist hier sonst noch etwas Interessantes? Mixtur, Kräutertee, Filzhut? Großer Hut aus Filz. Ha. Würde die anscheinend nicht helfen. Kräuteramulett, schützt vor Gift, Fieber und Allergien. Ja, davon habe ich schon eines. Da fällt mir ein, kann ich das auch verkaufen oder hat das den normalen Preis? Kräutermulett. 1800 für das normale. Die 1100. Nice. Also das ist schon irgendwie cool. Na gut, dann wollen wir doch mal sehen, was wir sonst noch verkaufen können. Blaue Annika, rote Annika. Nee, das wäre verschwendet. Lavendel, Pfefferminz, Tropfenmixtur, Mondamulett, Geldbeutel, Honig, Wüstenstiefel, Florenz, Falke. Eine feingeschliffene Klinge mit Bronze. Achso, das ist die neue. Ich guck mal kurz, dass ich alles anrüste. Na, wobei, ich gehe erstmal die anderen Läden ab. Vielleicht kriege ich ja noch neue Ausrüstung. Das wäre cool. Gibt's hier noch andere Läden überhaupt? Oh ja, du musstest unbedingt dieser einen Frau Bescheid sagen. Und in Mehrzahl sprechen, weil du von dein. Yay.
weil du von deinen Läden gesprochen hast. Ja, das muss ich nicht mal kommentieren. Würde ich sagen, das ist offensichtlich. Das ist eine Höhle. Random Höhle. Wurde hingesetzt, weil wir haben gerade noch Platz gehabt. Oder so in der Richtung. Ja. Ich schätze mal, das war der Grund. Da war gerade noch Platz und es sah irgendwie so leer aus. Ich glaube, ich habe bei dem Haus noch nicht probiert, ob ich rein kann. Ist wohl gerade niemand da. Ja, okay, gut. Dann speichern wir einfach mal. Mal. Warte kurz. Wenn das Haus des Bürgermeisters ist, dann ist da oben vielleicht irgendwas anderes drin. So, war jemand da? Nein, das hier ist das Haus des Bürgermeisters. Gehen wir zum Bürgermeister. Ist okay. Hier stand mal etwas, kann man aber leider nicht mehr lesen. Ja, das haben alte Schriften an sich. Meistens gehen sie irgendwann im Verlauf der Jahrhunderte verloren. Shit happens, weißt du? Okay. Gibt's hier irgendwas zu mitnehmen? Du willst doch nicht diesen braven Mann bestehlen, oder? Ja, will ich. Es wäre irgendwie krass, wenn er jetzt einfach da steht. Doch, will ich. Und klatsch. Die hat sich bisher noch nicht beschwert. Wir haben ständig was mitgehen lassen. Aber nein, jetzt ist es ganz schlimm. Weil das ist ja dieser brave Mann. Soll das hinten eigentlich eine Tür sein? Bitte geht nicht... Bitte geht nicht rein. Meine Frau ruht sich gerade aus. Und ich habe ja nicht mal meine Ruhe vor ihr. Als Bürgermeister, nicht Bügelmeister. Auch wenn ich gut bügeln kann. Versteht ihr? Bügelmeister. Als Bürgermeister möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken. Wenn ich etwas für Sie tun kann, nur zu, fragen Sie mich. Ich tue alles für Sie. Und ich meine alles. Über die Angriffe, über die Bibliothek an dir ausruhen. Sure, ruhen wir uns aus erstmal. Ja, ausruhen. Ausruhen ist immer gut, das dauert gar nicht viel zu lang. Ja? Okay. Es hat irgendwie ein bisschen lang gedauert. Kommt wieder, wenn ihr euch hier ausrasten wollt. Es kostet nichts. Ich raste hier gleich aus, verdammte Scheiße, was machst du hier schon wieder? Ah! Seht ihr? Ich bin nur ausgerastet. Ernsthaft. Ausruhen und rasten und ausrasten. Es steht ein kleiner Unterschied, meine lieben Leute. Wow, was war denn jetzt auf einmal los? Einfach mal random Hustenanfall, the fuck. Ich würde sagen, ich beende den Part erstmal hier und mach mir auch was zu trinken. Bis gleich. Was zur Hölle auf einmal?